So, da sind wir wieder. Es ist wieder Zeit für Grounded und ich habe wieder mit dabei den guten Schabernack und den guten No-Budget-Nerd. Und wir haben schon wieder richtig Bock und wir haben einen kleinen Plan und wir gehen jetzt wieder Leute verkloppen in 3, 2, 1, ja, schön in die Moderation gelabert, du Vollidiot, vielen lieben Dank. Und nein, meine Wohnung hat nicht gebrannt, aber vielleicht kann ich die Aufnahme jetzt verschrotten, aber ist ja egal, ist ja alles Wurst. So, wir haben erstmal ganz viele schöne Sachen gefunden, damit fange ich jetzt an, bevor mir Michi wieder irgendwie reinquatscht und nicht mehr aufhört zu quatschen. Ich mache mir jetzt eine Ameisenkeule Level 2, wie geil ist das denn? Wir hatten tatsächlich alle Sachen da, aus irgendeinem Grund. Und der Schabernack, wo ist er? Da ist er. Es ist total verwirrend, dass da Insanium steht. Von mir noch was haben, und zwar die Ameisenmandibel, ne? Ja, bitte. Liegt. Hat er. So, dann mache ich mir jetzt hier die schöne neue Axt. Den Knüppel. Geilo. Wie gut ist das denn? Und mir fällt gerade auf, ich brauche noch eine Dings hier. Cool. Eine Fackel. Schon wieder keine mehr. Michi? Ja. Ich leg dir hier den Knüppel auf den Boden. Den dicken Knüppel? Dicken Knüppel. Geilo. So, bitte sehr, das ist jetzt deiner. Phänomenal, danke. Ich hab noch die Gift, den Giftdolch. Stimmt, ich hab auch noch mal so einen Knüppel. Wo haben wir denn die Ausrüstung von uns liegen? Hier liegt die. Ich kann den einfach wegschmeißen, den brauche ich nicht mehr. Oh, die Ausrüstung hat auch schon echt gelitten, ne? Ja, so, was brauche ich denn für eine Fackel? Können eigentlich schon alle sehen? Ja, das können schon alle sehen, das ist gut. Fackel. Faserflechten, Trockenfaser, Sprösslegen. Ja, super. Dann. Hier ist trocken. Trocken? Ja. Trocken. Oha, die zieht aber echt übel. Was denn? Die zieht echt übel Ausdauer. Ich meine, sie sieht geil aus und die haut sicherlich übel durch. Die, ne? Haut, die kann vor allem betäuben. Ja, ja. Wo ist denn jetzt der Trockenkram in Senium? Hier. Ah, hier. Das ist Trockengrab. Sapling haben wir hier immer irgendwo. Nur ein, natürlich. Ich frage mich immer noch, warum ich keine Mutation. Ja, weil du nicht dabei warst, als wir sie gekriegt haben. Nein, du musst einfach viel laufen und so ein Scheiß. Das ist halt Learning by Doing. Ah, hier ist Rüstungskleber. Haben wir noch Milbenpelz? Nee, der ist Mangelware tatsächlich. Wie immer. Nee. Acht Stück. Acht Stück? Brauchst du die denn hier? Die sagen hier, Dings hab ich, die hab ich immer. Und können wir noch Pfeile machen? Ja, können wir gleich machen. Was brauchst du jetzt noch? Ich bin auch geflochtene Faser. Hier sind die. So, immer noch. Jetzt eine Fackel. Dann können wir die auch. Schmeißen den ganzen Scheiß aus dem Inventar. Ne, die Fackel nicht, die brauchen wir vielleicht. Zack. Und wir haben uns tatsächlich vorgenommen, wir wollen die Basis demnächst schick machen. Also gehen wir jetzt erstmal zu Deckeneiche. Und guck mal, was da abgeht. Zur Eiche. Die gute Eiche. Gut, wo sind denn alle? Hier, Brigade Ost, sammeln. Ja, einen Moment, ich muss da eben Rüstungskleber basteln. Ja, schade. Take that, Vampire! So, du musst Rüstung... Achso, machst du Rüstungskleber gerade? Also ich würde auch... Ja, ich habe mal einmal einen gemacht zum Ausprobieren. Achso. Weil mein Helm hat schon ganz schön gelitten. Für die Bombe brauchen wir das Ameisenei. Ah. Haben wir noch Pilzauswuchs? Seht ihr, einen einzigen hatten wir. Wir haben vorhin festgestellt, unser schönes Ameisenei schlüpft irgendwann. Das ist vielleicht nicht gut. Wir sollten es zerstören, sagt uns das Handbuch, aber irgendwie klingt Bombe geiler. Vielleicht sollten wir sie einfach essen. Das ist ein Ei. Pilzauswuchs, wo haben wir den denn hier gehabt? Den habe ich irgendwo da aus dem Loch, wo Babyspinnen waren. Achso. Den habe ich auch mit seiner infizierten Wanze gehabt. Achso. Ja, wollen wir das Ei denn jetzt mal kaputt schlagen? Ja. Weil das können wir ja immer wieder kriegen. Dann droppe ich das mal hier und mach mal platt. Fallen lassen. Jetzt ist es auch einfach nur Rechtsklick und Gedöns machen. Hab ich doch. Es geht nicht kaputt. Es ist weg.
Naja, das war ja schon gerade geschlüpft. Ah, hier ist noch ein bisschen Wasser. Wollte ich mir gerade noch holen? Ja, wollen wir los, Dackel? Schön im Dunkeln. Das, lass doch erstmal schlafen, oder was? Das ist zum Helden. Wir können doch wahrscheinlich. Was sagt denn die Uhr? 18.40 Uhr. Wir können gar nicht schlafen. 19 Uhr, ne? Nee, um 20 Uhr. Ey. Das ist noch ein bisschen. Wie können wir denn die Zeit überbrücken? Indem du in der Aufnahme einfach vorspulst. Das könnte ich einfach machen. Ja, wir sehen uns um 20 Uhr wieder. Bis gleich. So, jetzt können wir labern, was wir wollen. Wir hören nachher eh nur. Was können denn die Läuse latschen? Die geben plus Schnelligkeit. Was? Läuse latschen? Was für Läuse latschen? Die hab ich davon erforscht. Da kann man drin gut gleiten. Ist das schlecht? Wahrscheinlich ist es. Ach, tatsächlich, Läuse latschen. Ein paar Schuhe Läuse latschen. Besonders widerstandsfähig sind sie leicht, aber dafür gleitest du nur so dahin. Ja, wahrscheinlich schneller laufen, ne? Ja, plus Schnelligkeit steht doch da rechts. Und Augenklappe. Angriff plus 1, die will ich haben. Ey, die kriege ich hin. Faserverband und geflochtene Faser. Ja, aber deine Ameisenrüstung bringt dir nichts, oder? Naja, sicherlich bringt mir die was, aber. Plus Schleppkapazität. Ach, stimmt. Das ersetzt wahrscheinlich den Ameisenhelm, ne? Nee, das ist dumm. Ja. Das ist dumm. Ich will die Ameisenrüstung behalten. Definitiv. Ich möchte irgendwann die Spinnenrüstung. Ja, logo. Die wollen wir alle. Die sieht richtig gut aus. So, ich könnte jetzt meine Fackel verbrauchen, aber ich will das nicht. Also irgendwie bringen hier die Taudinger auch nicht so viel Wasser, oder? Sag mal, gibt's ja eigentlich Witterung in diesem Spiel? Nee, ne? Die regnen es eigentlich mal. Nö. Das wäre geil, wenn Regen so richtig gefährlich wäre, weil diese ganzen Wassertropfen und ja. So. Das wäre der Shit. Stimmt, wie willst du Regen in dem Spiel darstellen? Richtig, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Schwierig. Ne? Das ist ja tatsächlich. Ja, wir haben 1939, das ist schon mal gut. Bräuchte ich noch eine große Base. Ja. Ey, wir haben jetzt den Spinnenkram aber schon fast verballert, wa? Ach ne, doch nicht. 23 sind noch da. Pilzauswuchs. Naja. Aber wenn wir jetzt schlafen gehen, sind wir wieder irre hungrig und so. Das ist nicht schlimm. Na gut. Das ist nicht schlimm. Dann. Reparaturwerkzeug, haben wir sowas? Ja. Nee, das haben wir noch nicht. Hat noch keiner gebaut. Welchen Giftfall haben? Ja, wollte ich auch, aber wir haben nicht genug Gift. Doch, einmal Gift haben wir. Du brauchst einmal Gift für 5 Pfeile. Doch, können wir damit Spinnen pickeln? Wahrscheinlich nicht. Wer möchte denn die Spinnengiftpfeile? Ja, ich nehme die mit Freuden. Ja, komm, ich stell die mal fix her. Stell die mal fix her. Giftpfeil. So, wo ist er denn? Hier, ich pack das hier rein. Vor mir. Jo. Ich nehme natürlich echt hier. Oh, wir haben ja. Ach, die Rüstungskleber ist jetzt auch schon gut. Da kriegt man nur 5, ne? Hier ist übrigens der Pilz. Ja. Wie bitte? Hier ist übrigens der Pilzauswuchs. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. So, ich glaube, wir können schlafen. Jo, 20.18 Uhr. Ich komme. Schönen guten Morgen, ja, sind wir wieder. Wir sind hungrig, wir sind durstig und wir sind willig. Deswegen rennen wir jetzt los zum Baum. Oder was? Auf zur Eiche. Ja, wir eben haben wir noch fix ein paar Giftpfeile hergestellt. Wie kann ich die denn jetzt. Mit L kann man Munition wechseln. Das ist ja fast gar nicht weit weg vom WASD. Der eine ist richtig gut mitgedacht. machen wir einen Umweg übers Trinkpäckchen? Gerne. Bei diesem Spiel entstehen irre geile Dialoge. Ich hätte gerne noch ein paar Pilze. Pilze ja. Habe ich noch genau 3. Die ich jetzt gerade esse. Nicht schlimm, ess ruhig. Hier ist immer noch Ton, aber da können wir nicht viel mit anfangen. Hier, wo ist die olle Eiche? Es hat auch wieder nicht getropft. Ich denke, wir wollten jetzt mal zum Trinkpäckchen. Achso, ja, wo ist denn das? Ja, hier bei mir. Okay. Gut, die Eiche ist, keine Ahnung, wo die Eiche ist tatsächlich. Aber das tropft nicht mehr, das Trinkpäckchen, das ist voll doof. Kommt nichts mehr. Können wir da rein? Nee, ne? Nee, in die Dose konnten wir rein. Hau die doch mal, das olle Päckchen. Das ist eine Idee. Wenn ich hier so einen schönen neuen Knüppel habe. Oh! Kannst du irgendwie aufs
Trinkpäckchen drauf, weil oben auf dem Strohhalm ist nochmal Raw Science. Oh, da gucke ich mal. Ich probiere. Aber es sieht tendenziell schlecht aus. Aber irgendwie muss man da ja hochkommen. Ja, du kannst hier ein Gerüst hochbauen. Oh, hier sind Stimmt. Pilze. Kai? Pilze? Hier sind Pilze und eine Wanze. Ich hätte ja ein paar Partypilze. Partypilze? Und den Zahn nehmen wir auch gleich mit. Genau, gönnt euch. Ich bin halb voll, das hält erstmal vor, aber ich bin durstig. Ja, ich auch. Egal. Ja, durstig. Ja. Gut, wo ist die Eiche? Ja, gute Frage. Überblick ist nicht viel. Ich laufe jetzt hier einfach auf den Ast drauf. Ach, da ist das. Der rote, große rote Baum ist wahrscheinlich die Eiche, ja, ja. Oder? Dann gehen wir doch da hin. Ich warne euch aber jetzt schon vor, es wird gefährlich. Ja, das ist nicht schlimm. Ja. Wir sind gepanzert, wir sind mit Bogen bewaffnet, meine Frau ist nackig. Ja. Dann bin ich gleich abgelenkt, das ist doch scheiße. Sorry. Sorry. Oh, mein Marker ist schon angegangen. Was für ein Marker? Oh, verlassener Ameisenhügel. Ja, ja. Jetzt habe ich die Wanze hier kaputt gehauen. Ah, hier unten ist irgendwo ein Zelt. Wo sind das jetzt hingelaufen? Haben die scheiß Ameisen mir echt meine Beute geklaut? Ja, hier ist Ich würde fast behaupten, wir laufen am besten irgendwie eher auf den Wurzeln, Leute. Ja, ich hab grad einen. Oh, scheiße. Spinne. Zwei Spinnen. Ach nee. Hört bloß nicht auf den dicken Jopsi. Kommt mal zu mir. Das ist. Die sind direkt beim Zelt und vor dem Zelt. Das ist ganz schön gut. Was machst du denn hier, Hund? Sag mal! Der Hund dreht schon wieder am Zeiger. Ey, nee, die schmeißt du mit Kabel durch die Gegend und frisst Kopfhörer. Wasserbehälter, geil. Übrigens, so. Hier gibt's Sepp-Säcke. Ja, oh, hier ist die Eiche. Geilo. Diese kleinen Eichelbrocken, die kann man essen. Oh cool. Mhm. Ja, das macht auch also, irgendwie ja, Sinn, ne? Braucht man sich um Nahrung keine Sorgen zu machen, aber immer noch Wasser ist. Ja, Wasser ist immer noch doof, ja. Okay, boah, die machen ja richtig satt. Das ist ja geil. Ja, ja. Da vorne so. Brennt. Oh, hier ist übrigens der Ladybug, falls ihr noch auf ja, hier. Kriecht was durch den Boden, das finde ich viel interessanter. Noch habe ich keine suizidösen Absichten. Nee, das kommt später. Das mit den Eicheln kommt voll gut. Ja. Das können wir uns da schöne Rüstung ausbauen. Die ist auch gar nicht mal so verkehrt. So, aber was kriecht hier im Boden rum? Kann mir das mal einer erzählen? Würmer, die tun nichts. Ja, sagst du jetzt? Was ist das hier für ein Riesenturm? Warum gehen wir da nicht rauf? Das ist Deko. Nie im Leben ist das Deko, man kommt da hoch. Nein, da oben ist Raw Science. Ja, schön, dass du alles vorwegnimmst, Michi, danke. Da kommen wir drauf. Du weißt schon, wie man Spannung hochhält. Oh. Das macht ja nichts. Ich spiele, als würde ich für eine Millionenschaft von Zuschauern spielen. Ah. Also warst du da schon da hoch. Immer, eben, ich bin jetzt oben. Automatisch gespeichert, aber hier. Raw Science. Haben wir jetzt eigentlich schon genug für die. Ja, 2900, das ist doch schon. Wir müssen schon ein bisschen was zusammen haben, ne? Kommt doch die Preise nachher an, ne? Was kommt? Kommt die Preise nachher an, wie teuer das ist. Oh, hier ist für Durst. Michi? Für Durst klingt gut. Kann man eigentlich den. Wollte ich mal probieren, Moment. Ja, hier ist noch ein bisschen Wasser für dich. Moment, ich probiere gerade was. Nee, schade. Man kann diesen Honigtau nicht trinken. Hier ist Wasser. Geil. Yeah. Oh, lecker. It's better than nothing. So, wo ist denn jetzt die Eiche? Ach, wir sind quasi schon runter, ne? Ja, hier, wo es qualmt. So ja. Lila. Hier ist der Rosengarten. Da würde ich nachher auch mal hin. Okay. Ja, klingt gut. Ist auch noch eine riesen. Auf jeden Fall nochmal ein Getränkepack. Und hier ist ein dicker Stein, da hau ich mal mit dem Hammer drauf. Kiesel! Ich erkenne ja immer so kleine Steine raus. Meinst du? Ja.
tatsächlich. Langweilig. Ich hab's Labor gefunden. Ich sehr warte gut. hier auf euch. Sehr gut, sehr gut. Ich komme. Ja, hier boah, ist auch ganz hier ist eine Spinni. Hier ist eine Dose Spinni. Und eine Brotdose. Wollen wir da vielleicht jetzt hin? Wenn du das möchtest, aber Progress ist was anderes. Nee, das sind Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Welche Dose möchten wir so, denn? Die Getränke. Ihr seht die von hier auch. Nee, schon gut. Boah, das sind Pilze. Das sind Punch-Oaks. Okay, nee, wir gehen mal hier zu den Gedöns. Boah, guck mal, was da für Tropfen rauskommt. Boah, komm mal zu den Punch-Oaks hier. Gut Getränke, sehr schön. Welches? Achso, da. Vier Stück. Das klingt, ganz dicke. Das klingt richtig gut. Behältnisse sind geil, damit man die mitnehmen kann, oder? Ja, gibt es. Hat schon mal einer auf die hier eingekloppt? Nee. Das sieht doch nichts. Jetzt wo? Mich würde ja mal interessieren, ob du aus den Blättern hier ein Boot bauen kannst oder ein Floß und dann über ein Teilchen paddeln. Das wäre echt cool. Oh, und ich mich kann man auch noch mehrmals denken. Irgendwelche Fische drin sind oder so. Auch rüber. Boah, eine Laus. Das ist ja cool. Ja, das wäre jetzt für eine Mark. Hier kommt doch garantiert noch Unterwasser-Action oder was. Also stimmt. Mit zukünftigen Updates. Aber gut. Da ist noch eine Distel, falls wir mal wieder irgendwas brauchen. Alter, wie es einfach pink überall hinleuchtet. Ja. Ganze Monitor pink. Ich finde das ja hier hinten am Wasser, das wäre hier übel geil, eine Base. Hier wäre echt eine Base gut, ne? Habe ich auch schon gedacht. Wollen wir das dann machen? Ja, aber erstmal gehen wir da rein. Aber so viel Gras haben wir hier nicht, ne? Ne, hier müssen wir alles ein bisschen ranschleppen, aber ich glaube, das ist machbar. Jo. Das würde ich aber tatsächlich den Offline machen. Ja, also Anfänge. Ja, den Kram hinschleppen, das schon. Hier sind auf jeden Fall viele Pilze, hier ist viel zu essen, hier ist viel zu trinken, das ist perfekt, ey. Ja, das Getränk ist jetzt nicht so, das wird nicht immer da sein. Irgendwann ist es weg. Ja, sicherlich, aber können wir Spinnennetze dann nachziehen. Aber Essen ist ja halt viel, ne? Mit den Pilzen, die Eicheln. Ja, die Eicheln auf jeden Fall. Ne, da ist noch diese, wir können das auch bei der Dose da machen. So, wollen wir jetzt erstmal da reingehen? Hier sind richtig dicke, fiese Käfer. Ja. Ja, ich folge euch auf dem Fuße. Okay, dann gehen wir. Oh, ist das denn geiles? Rüste ein bisschen eine Waffe aus. Ja, habe ich. Gut. Durchsuche weiter das Eichenlabor. Das ist ja. Insane. Ich glaube, ich nehme einen Bogen, oder? Nee, ist eng. Ich nehme eine Nahkampfwaffe. Boah, dreht sich hier was und ich krieg eine halbe Macke, ey. Okay. Ich muss das Schalterrätsel hier ziehen. Ich glaube, wir müssen warten bis. Ah. Bin da. Ah, so ein kleines Rätsel, ja? Zack, zack. Alles rot. So. Alles grün. Ja, fertig. Alle da? Ja. Blup. Legen wir mal um. Oh. Hey, auf den Roboter losgehen. Boah, der Knüppel haut mal richtig rein, wa? Alter, der lag mit zwei Schlägen. Da ist er. Let's get you back in action. Ominent Data Link. Ich guck hier, ich guck mich hier ein bisschen um. Burger Chip Rasen. Mhm. Hier ist erstmal nochmal Science. Cool. Und? Wo hast du den denn gefunden, Michi? Der lag hier gerade rum. Sag ich mal, wo? Der lag hier gerade. Alter, mich das für meinen Single-Player. Den Roboter musst du aufheben. Ja, Moment. Ja, von und zu. Wo ist, ich sehe noch nicht mal einen Roboter. Wo ist ein Roboter? Der hier auf dem Boden. Der hier. Ach, hier, We'll get this taken care of. Okay. Gedrückt halten. Ja, ich sehe schon. Solche Sachen finde ich immer toll. Okay, er ist jetzt unser Kumpel oder was? Ja. Hallo. Na Mensch. Ein bisschen. Ich
Unfortunately, this is all speculation, because a power surge has knocked out all the systems in this room. I don't suppose you're going to think about that. No, why would you? Okay, moving on. Moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. Ja, das kriegen wir doch hin. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Question, Alter, er ist Schnurrbart hier. Hello there. Hallo da. Acting Science Manager, das sieht aber komisch aus. Ich glaube, hier gibt's einen Übersetzungsfehler. Geht mal rein. Howdy, it's good to see you again. Oh ja. CV Burger Main. Ja, ja gut, aber die 4. Ja, ich mach mal die 4. Okay. Ich hab 4 gemacht. Ich hab keine Ahnung, was das bewirkt, wenn ich jetzt hier du was mache. Du hast dem diesen Chip gegeben und den können wir jetzt gleich benutzen, um quasi Science nutzen. Freischalten. Okay. Ah. Komm bin ich gerade rein. Also ich kann jetzt... Ja, weil Ragnar gerade mit dem redet. Ja. Also ich kann jetzt Faserverbandeffizienz erhöhen, Augenklappenverbesserung, Flaschenverbesserung. Ah, geil. Verbessert das Rezept der Wasserflasche, sodass sie mehr Flüssigkeit fassen kann. Also es gibt Wasserflaschen. Ja. Sehr gut. Ich muss mal gucken, ob ich das gerade einmal auf Englisch umstellen kann. Ja. Aber... Ja, das ist ja mal ultra scheiße. It is nice to see a friendly face around here. Okay, jetzt mit Rasen könntest du eigentlich die... Ja, die Sache ist, da steht halt nur Mumpels und ich kann nicht auf Englisch umstellen. Das ist ja mal äußerst schlecht. Dann kriege ich doch wahllos irgendwelche Sachen an. Da ist tschüss. Irgendwas, was 1000 kostet. Okay. Ah, wir haben auch Quests hier. Ja. Kannst du mal... Schließe diese Markierung auf. Schaufelschlucht. Alchemist, analysiere Eichelkappe. Das nehmen wir doch einfach mal. Die haben wir nämlich schon. Und wir können mehr nehmen. Hallo Puppi. Du schon wieder. Und Jägerlarve nehmen wir auch. Wir nehmen einfach alle an, oder? Genau. So, jetzt kann ich nicht mehr auf den Rot klicken. Achso, weil ich irgendwie anders gemacht habe. So, was wollen wir denn haben? Wir wollen noch haben. So, die Eichelkappe habe ich analysiert. Oh! Smoothie-Küche. Und ein Saftfänger. Und Spinnrad. Und dann mache ich auch gleich die Eichelschale. Mehr ist. Oh, Eichelbrustplatte, Eichelgesichtsmaske, Eichelbeinpanzer. Ich glaube, das will ich haben. Und Vorratskiste. Haben wir dann auch gleich. Schön. Was machst du denn da, Michi? Ach nee, Kai. Warte. Du willst ihm irgendwelche Sachen. Hier steht eine Sammlung für klassische Gebäudeelemente, darunter Gerüste und Treppen. Ja, denn. Hau rein. Aber ich kann das irgendwie, weiß ich auch nicht. BTU 02. Transkripteinheit. Ein Wunder, dass Burgle Modell 4 sich nicht durchgesetzt hat. Ah, da ist es doch. Treppe, Boden, Dreieckboden. Können wir jetzt bauen? Wollen wir das haben? Ja, 1000. Unbedingt. Ja, wir haben doch. Hat er. Wollen wir noch die Fackeln haben? Was für Fackeln? Fackel Plus. Eine Fackel, die durch die unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält lange an. Ja, okay, doch... gut. Nehmen wir. Okay, gut. Wir können jetzt übrigens ein Pilzbeet bauen. Oder wir sparen, weil es gibt noch befestigte Basen. Oh, klingt auch gut. Stabile Wand, Palisadentor, stabile Wand mit Fenster und Palisade. Okay. Aber das bringt uns jetzt, können wir eh nicht bauen. Nee, eben. Aber das mit dem Pilzgarten finde ich richtig gut. Das sollten wir. Das können wir jetzt schon bauen. Wir brauchen nur Spoiled Fleisch. Treppe, cool, okay, wir haben Boden und so. Das ist ja erstmal cool. Ist eine Werkbank? Nee, ich glaube nicht. Werkbank irgendwie.
Nee. Ja, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, wir nehmen das hier als Basis. Aber das wäre lame. Ja, richtig. Da unten gibt's mal. Interessant, wir kommen hier raus. Wie komme ich hier raus? Ich weiß nicht. Es gibt hier auf jeden Fall einen Untergrundbereich, weil davon ist doch mal Science-Gedöns. Analysieren. Ich bin ruhig cool. Aus dem Loch. Oh, hier sind Spinnen, garantiert. Ich glaube auch. Warte mal, 5. Oha. Boah, ich glaube, hier unten will ich mich umgucken. Wollen wir uns hier umgucken? Ja. Da leuchtet was, siehst du das? Ja, ja, ganz unten ist das. Das sind diese komischen Pilzstängel. So, dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. Oh, ich Idiot. Hast du mir schon wieder Quatsch gemacht? Ja. Ich schließe diese Markierung ab. Schaufelschlucht. Oh, ich sehe Ameisen. Ameisen sind cool. Die sind Kumpel. Das ist nicht schlimm. Ach, guck mal hier, mich ist eh stumpf. Oh, was ist das denn? Ich hab's Scab gefunden. SCAB. Scab Farbschema. Ist Michi noch da? Ich bin noch hier. Michi, hast du jetzt mein Messer aufgesammelt? Ja. Ich bin, ich kann's nicht droppen. Er ist schon assi, ne? Boah, das ist ja geil. Das ist nicht schlimm, ich hab das ja geschmissen, ich Idiot. Fackelverbrauch, toll. Boah, guck mal her, das sieht echt cool aus. Kann man da hochfällen? Was ist denn hier? Nee, okay. Ah, danke. Wo ist denn mein Messer? Komm her. Yes. Ich lauf dir hinterher. Ja. Yeah. Weil ich hab keine Fackel mehr. Also, Michi. Was ist doof? Ich kann dir doch eine droppen, wenn du möchtest. Das wäre echt nett. Mensch, der hat mehrere Fackeln. Reicher Mann. Zwei gemacht. Ja, schön hintergetreten, dass er geflogen ist. Sind wir hier eigentlich gut aufgehoben? Ja, alles cool. Hier sind Ameisen. Das ist gut. Alles cool. Ich fühle mich gleich zu Hause hier. Ja. Und jetzt pass mal auf, wo du jetzt hinkommst. Geht voll ab. Da unten sind Ameisen. Wieso? Richtig geil. Alter. Fetze? Das sieht schon ziemlich cool aus, ja. Kommt man hier auch wieder raus? Ja, vor allem mit deiner Fackel wirft das Ding nochmal extra Schatten. Richtig cool. Ich glaube, hier oben geht's weiter. Guck mal. Geil, oder Michi? Jetzt sehe ich dich. Sind wir hier nicht hergekommen? So. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, Michi kann doch gerade. Gleich. Sonst wäre mir ja Michi. Nee, es geht bergauf. Ich kam von der anderen Richtung. Eben, sonst wäre Michi mir ja entgegengekommen. Aber vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Quarzit. Nee, ist das der Ameisenbau, in dem wir waren? Nee, ne? Nee, ist ein anderer. Guck mal, Das ist der verlassene Ameisenbau. Ach, geil. Den markieren wir gleich mal. Obwohl, wofür? Eigentlich kein Grund, oder? Hier ist noch eine Forschungsstation. Ja, da sitzt die Spinne. Eichenlabor. Und hier Markisen. Zwei Spinnen rum, diese grünen Arschlänge. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir die Spinne besser knüppeln können? Oh, hier ist ein Marienkäfer. Du willst es unbedingt wissen. Oh, es sind zwei Marienkäfer. Du willst den Marienkäfer haben, ne? Ja, aber es sind zwei. Das ist vielleicht ein bisschen derbe. Aber ja, ich will die Marienkäfer haben, unbedingt. Drei Marienkäfer. Komm, wir versuchen den, oder was? Dann gehen doch alle drei auf uns los, Mann. Quatsch. Marienkäfer sind ja keine Rudeltiere. Also sollten sie nicht. Ja, Spinnen eigentlich auch nicht. Ja, stimmt wohl. So, ist die Frage. Probieren wir das? Irgendeiner bezieht erhöhte Stellung. Kai, okay. Ich bin oben. Gut. Ich könnte jetzt wird das wahrscheinlich gleich umwichsen. Auf 3. 1, 2, 3. Jetzt. Oh, ich sollte vielleicht auch meinen Knüppel nehmen. Michi steht da wunderbar drauf. Tja. Kannst du da auch drauf? Ja, da oben drauf war eigentlich ganz gut, ne? So, wer kann mir helfen? Ja, eigentlich nur Kai. Und der ist auch in Gefahr. Aber auf jeden Fall sind das wirklich keine Rudeltiere, denn der eine rennt hier rum, dem ist es total wurscht. Oh, die Ameisen haben uns geholfen, das war ja geil. Kai, 18, 17. Alter. 11. Das sieht so aus, als ob der Marienkäfer mich bumst. Oh, 11, 10, 8, 9, 8, 9. Wer lebt denn da noch? Ich?
Wieso hilft uns denn? Wieso lässt du uns denn jetzt verrecken? Hä? Wir sind beide tot, wieso lässt du uns verrecken? Weil ich das Vieh gerade am verschießen bin und jetzt sind die beide rot. Witzig. Ja. Aber ich hab ihn fast kaputt. Ja. Ist das jetzt schlecht? Naja. Also, das ist dass wir tot sind, ist halt schon irgendwie schlecht. Jetzt sind die übrigens alle mit roten Augen. Ja, ist ja super. Hast du wenigstens genug Pfeile, um sie jetzt auch endgültig zu töten? Nein! Alter! Aber ich werf einfach mal Axt. Das ist auch noch völlig umsonst, was du da gemacht hast. Oh Mann. Nein, er ist, warte. Jetzt werfe ich noch einen Knüppel hinterher. Ich beschmeiß ihn einfach mit allem, was ich habe. Ja, wieso auch nicht? Er ist dann tot. Ist er tot? Moment. Müssen wir nur das richtige Teil bekommen haben. Ja, werfen. Es war ein bisschen doof. Ich hab am Anfang tatsächlich... Er ist tot. Super. Ich hab am Anfang tatsächlich mit blanken Fäusten auf den eingeknüppelt. Das war vielleicht ein Fehler. Ich dachte, ich komm da auch nicht mehr klar. Ich hab drei, vier Mal... Noch. Richtig schön... Drei? Ja, aber der eine, es waren drei. Rechts, der ist tot. Ich guck mal, ob ich zu Ja, der bringt mich jetzt um. Ich laufe mal weg, vielleicht kommt er ja hinterher. Okay, ich hab... Er hat die roten Augen weg, abgelegt. Okay. Der lebt... Soll ich auch mal versuchen, ob ich hier Rodeo machen kann? Sammel erstmal bitte die Pfeile, die brauchen wir. Das ist eine gute Idee. Das mit dem Rodeo kann funktionieren, aber irgendwann macht er halt seine Flügel da auf und dann ja, war ich sofort tot. Macht er seinen fetten Move? Ja, ja. Da habe ich Ameisenteile. So. Oh ja. Bin ja schon Ameisen. Oh, hier ist No Budget Nerds back. Ja. Achso, der verliert übrigens die Aggro, wenn du wegrennst. Das ist ja guck, jetzt hat er mich wieder lieb. Ja, oh, ja. Die Marienkäfer. Müssen wir das nachfragen. Aber. Okay. Jetzt können wir T2 Sachen erforschen. Hast du die bekommen, die Sachen, ja? Ich hab zumindest mal die Leiche aufheben können, oder? Ja, ich weiß nicht, was du brauchst. Ein bestimmtes Teil brauchst du halt. Der sitzt jetzt echt voll auf deinem Rucksack, oder? Okay, versuchen wir noch einen. Ja, Moment. Ich guck mal eben. Wenn wir schon dabei sind, ich hab 42 Munition gerade. Marienkäfer Schienbeinpanzer. By the power of Helion, Champion of the Sun. Okay. Ja, also Kai, ich würde die Dings wieder droppen. Die Pfeile. Weil. Ja, sehr gerne. Macht ja mehr Sinn, wenn ich mit meinem dicken Knüppel da. Oh, Alter. Mein Inventar ist voll, warte, ich muss jetzt mal Scheiß hier rausschmeißen. Wenn der mit dem dicken Knüppel auch dick drauf knüppelt, oder? Also ich habe noch 8 Pfeile. Wer braucht denn noch einen Kieselspeer? Kannst du mir heben. Ja, liegt jetzt hier auf dem Boden. Kann ich jetzt noch Pfeile sammeln. Gut. Ne, dann versuche ich. Kann ich mir eigentlich die Rüstung hier herstellen? Nee, ich muss mal weg machen. Ich muss mal gucken. Boah, die hat fast doppelt so viel Verteidigung wie die Ameisenrüstung. Die Eichelrüstung. Welche? Marienkäferrüstung? Nee, die Eichelrüstung. Wir können Eichelrüstung bauen? Ja. Ich hab Eichenmuck gekloppt. Warte mal. Ja, aber ich weiß nicht, ob die. Ne, die Ameisen sind. Ah, ich seh's gerade. Max Gesundheit. Ja, ob die Ameisen dann immer noch auf unserer Seite sind, weißt du? Nee, das wahrscheinlich nicht. Ach, scheiße. Ich hab eine Eichelschaufel gebaut. Das ist gut. Weißt du, wo der Leben war? Abbauen, weil mich würde mal interessieren, was wir damit machen können. Wie, was denn? Der Ton, der Leben. Ach so, ja. So. Ich mach mir jetzt erstmal. Wollen wir uns hier noch fixen Dings hinstellen? Ein Zelt, dann können wir hier nämlich den Respawn Point machen. Das ist eine gute Idee. So. Also wollt ihr jetzt nochmal die Ladybugs? Wir können jetzt auch eine Vorratskiste bauen, ne? Ja, ja, das weiß ich. Ja, scheiße, braucht man Bergbank. Schade. So, hat irgendeiner zufällig Klee? Nö, den kriegen wir hier garantiert irgendwo in der Nähe. Ja, ich hab eben was gesehen. Ich sehe ihn schon. Ja? Ja. Oh ja. Wie viel brauchen wir? Warte, ich prüfe. 3. Okay, die habe ich. Alles andere ist da. Ja.
Dann ist das Ding gleich fertig und dann können wir hier einen Spawnpunkt setzen. Das ist doch schön. Zack. So, Spawnpunkt steht. Dann würde ich sagen, Männer, Stellung beziehen. Ameisen. Achso, jetzt muss mal auf süß. Eine neue Fackel bauen hier. Ja, die Fackel kann ich mit meinem Knüppel gerade ähnlich halten. Ich würde fast behaupten, wir nehmen am besten den, der direkt unter mir ist, weil der sieht irgendwie buggy aus. Ja, ein bisschen. Soll ich mal anfangen, auf den Einzug kloppen? Ja, sehr gerne. Michi? Ja, Moment, ich brauche noch eine Fackel, das habe ich dir gerade schon erzählt. Ich muss dafür aber erstmal die Fasern machen. Ach so, in der Zeit wird's dunkel. Was meinst du, weswegen ich mir eine Fackel baue? Genau deswegen. Okay, wollen wir auf den Eins kloppen? Ja, komm. Eins. Können wir, warte, vier. Achso, habt ihr den Spawnpunkt? Halt, habt ihr den Spawnpunkt gesetzt? Nein. Hab ich. Jetzt mach ich's erst. Okay. Dann. Ich wäre soweit. Ein bereit von allen? Bereit. Auf die Plätze, fertig und auf geht's. Von wegen Buggy. Voll am Arsch, ich bin tot. Einschlag. Kann mich einer abheben? Ich glaube nicht. Hälfte. Ja, es macht mit Pfeilen mehr Sinn, ne? Die Ameise geht auch mega drauf ab. Echt? Michi, bist du noch da? Nee, ich bin down. Ich kann da einfach hier respawnen. Der No-Budget-Nerd sah für den Marienkäfer einfach zu sehr nach Blattlaus aus. Sehr gut aus. Es ist stockefinster, ey. Meine Fresse. So. Ja, ich geh jetzt auch drauf. Och, da ist noch ein zweiter, ey. Ja, mach ja nicht. Wir können einfach hier respawnen. Genau. Oh. In der tiefen Finsternis. Wo ist denn mein Rucksack? Boah, der hat wieder volle Energie. Keine Chance, Alter. Echt? Ja. Nee, das sind zwei. Das ist das Problem. Auf mit einem Schlag ist mein Herz. Ja, ist ein bisschen derbe, ne? So, werde ich nochmal wiederbelebt oder soll ich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab mich doch selbst einfach direkt wiederbelebt. Es ist ein bisschen dunkel gerade. Er ist böse. Ja, dann können wir doch auch direkt schlafen, ne? Ja, stimmt. Das ist doch schlafen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt auch hart gekämpft. Ja, müssen wir mal kurz ausruhen. Wurden hart. Hart bedient, ja. Fett in die Fresse. Aber die sind ja Pfeile nicht alle weg. Das habe ich auch gerade gedacht. Ne, sind nicht da. Okay, dann probieren wir das wohl gleich nochmal, wa? Ja. Das sind zwei. Den müssten wir eigentlich unten runter locken. Weil wir die Viecher einfach brauchen, Michi. Also wir brauchen das sowieso fürs Werkzeug. Da hast du direkt angefangen, auf ihn einzukloppen, ey. Ja. Ja, hat Michi. Ist Michi schon tot? Nein. Nein. Ich glaube, ich habe gerade unser Zelt zerklopft. Also jetzt gilt es. Aber der kriegt keinen Fokus, ne? Ist ganz gut. Bleiben. Boah, wenn diese Ram-Attacke ist halt. Scheiße, die sind jetzt schon zwei. Oh, jetzt sind zwei. Fuck, der hat mich gelähmt. Boah, ich häng fest an irgendwelchen Sachen. Zack. Oh nein! Ja, ja, einer ist down. Einer liegt. Ja. Wo bist du? 300. 30 cm entfernt. Oh, bist du etwa... Hast du also schnell Knöpfchen gedrückt? Ja, ist nee, das schlimm. Nee, das Ding ist kaputt. Unser Haus ist kaputt gegangen. Ja, ich hab nicht mehr dran gedacht. Den kriegen wir kaum mehr hier. Jetzt. Jawohl, ja. Ich würde mich interessieren, was für Larven sollen wir denn töten? Zu zweit haben wir ihn gekillt, ey. Cool. Fick die Henne. Sehr geil. So. Wir haben zwei Marienkäferköpfe. Sehr geil. Ja. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut.
Geil. Ich muss sagen, die Keule, wenn du den Bogen raushaust und blocken und zuschlagen, also im richtigen Moment, dann ja. das Angriffsschema ein bisschen raushast, dann kann das was werden. Ja, die Zweierkeule ist der Shit, ey. Die knüppelt halt richtig rein. So, ich hab keine Ahnung, wo dein Dings ist. Hallo, Ladies. Moin sehen. Da ist er. Und da ist er. So. Ich bin gleich zu Bruch gegangen, Alter. Ja. Naja, ein paar Sachen habe ich da auch einfach kaputt gehauen, ne? Schlachtgetümmel. So, hier ist noch ein Marienkäfer sonst. So, aber hier müsste auch irgendwo nochmal ein Labor sein. Ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal hin. Das wird mir nämlich gerade angezeigt. Ich stehe quasi drauf. Und Pilze. Pilze nehmen wir auch gleich mit. So, oh, hier ist das Spinnennetz. Wollen wir nochmal so eine Spinne versuchen mit der neuen Ausrüstung? Ich hole mir erstmal was zu heilen. Das ist auch eine Idee. Und die Pflanzenfasern. Und jetzt haben wir es. Na? Müsste doch. Da ist eine Spinne. Ja. Nicht nur eine. Die guckt auch ganz böse. Ja. Nö. Ist ja nicht so, dass ich euch das nicht gesagt habe. Ja, ich will an das Labor. Da ist doch bestimmt was drin. War zumindest letztes Mal, ja. Ja. Guck mal, ob man es vielleicht überlegt. Oh. Das ist aber auch evil. Okay. Ich hab das Labor gefunden. Ja, ich krieg grad auf den Puls. Und hier oben ist auch noch eine Spinne. Alter, ist das eklig. Die sind echt schnell, ne? Ja. Aber sie bleiben an der Vegetation ganz gut hängen. Oh, Alarm. Ich aber auch. Ich komm nicht vor. Okay, halb tot. Die hat auf mich geschossen? Ja. Ah, das tat weh. Fuck, weg, weg. Okay. Die liegt gleich. Da genau, ist der Mann. Sauber. Hier ist aber noch eine, ja, ne? Ja, das war die erste. Warte, oh, ich brauche jetzt direkt bisschen. Ich steh direkt hinter der Kotze. Und sie ist Buggy. Ja, fuck. Kommt sie jetzt rüber? Sammel noch. Ich glaube, sie kommt nicht rüber. So, ich glaube, die hängen gerade fest. Guck mal nach oben. Ja, ich sehe es. Die fällt auch gleich. Nur irgendein Lock gewesen. Okay. So. Das war die nächste. Geil. Geil. Zwei Spinnen genug. Ich bin fast ein bisschen stolz auf uns, wa? Aber alleine müssen wir das echt nicht machen, ey. Da hat uns die Beta-Version ein bisschen mit reingespielt, dass ich halt nein. Nein, das war reiner Skill. So, wollen wir jetzt eigentlich hier unten vielleicht schon mal anfangen, unsere Base zu bauen? Möchtest du das hier tun? Oder möchtest du es hinten am Wasser machen? Ich würde das lieber an, auf. Ja, hier ist doch das Wasser. Und die Dose. Ja. Dann gehen wir zum Wasser, zur Dose. Also, ich würde da zu dem Trinkpäckchen gehen, wo halt so schön viel Wasser war. Oder was meint ihr? Sehr gerne. Ja, das war hier. Doch, das war doch hier, oder nicht? Drück mal M und dann kannst du sehen. Stimmt. Forschungsstation, keins. Eichenlabor. Welp Flavor Drink, der wird das gewesen sein. Also, ich habe den nicht auf der Karte tatsächlich. Warte mal, wo ist das okay. Labor? Da ist das Labor. Armed Raspberry Punch-O? Das ist ja auch interessant. Davon habe ich nichts gesehen, glaube ich. Calvocan. Der mir hier was entdeckt. Achso, ich war da wahrscheinlich nicht nah genug dran, ne? Oh, Leute, guck mal, was ich hier gefunden habe. Was denn? Wo ist er denn? Da hinten, da in der Dose.
Ich komme. Nochmal. Gibt's aber zu trinken? Nö. Okay, schade. Gibt's da was Gutes? Nö. Toll. Wollte ich mir hören. Nochmal spinnen? Da müsste ich mich aber erst heilen. Oh, was ist das denn Blaues hier unten? Das Lilane da auf dem Boden. Ja. Das ist ein Blütenblatt. Ah. Oh, geil. Haben wir noch nicht. Können wir Analysator machen. Ja, natürlich. Ich zieh gleich die Aggro, natürlich, ey. Ey, hier ist... echt immer so draufhauen, Aggro ziehen und... Jawoll. Geil, oh. Das läuft hier. Ich brauche auch so einen Knüppel. Der ist echt geil. Hier hinten ist noch ein Michi, Blütenblatt. Michi, magst du das stacken? Könnt ihr mir bitte mal das Spinnengift geben? Ja. Dass ich mir mal ein paar Giftpfeile machen kann. Ich weiß nicht, wo das, welches Blatt du meinst. Marco. Hier ist ein blaues, hier ist noch ein gelbes Blütenblatt. Ich kann dir erstmal Giftpfeile geben. Die glaube ich auch noch. Ja, bitte. Hier, Michi. Sind und ganz viele auf dem Boden. Das ja, Gift, da. Ich habe kein Gift bekommen, tatsächlich. Oh. Soll ich, warte, ich drop dir die alle. Moment. Ich hab dir... Mal vier. Hier. Scheiße. Kommt mal Michi? Her. Michi? Kommt mal her. Oh je. Komm mal her, komm her, komm her. Er dreht schon wieder ab. Nein. Komm mal her. Wie viele sind da jetzt? 1, 2, sehe ich gerade. 3. Nee, 3. Ach du Scheiße. Kann man was mit den Nägeln anfangen? Mit den was? Stapel. Mit den Nägeln. Nägeln? Gib Pfeile bitte. Okay. Ja, wir müssen jetzt hin. Ich hatte die vorhin schon gedroppt. Du hast die noch nicht geholt. Echt? Warte. Ist die mega interessant. Zack, da liegen sie. Ja. So, ich werde erstmal in den Blumentopf da gucken, was die da beschützt haben, die Scheiße hier. Auf jeden Fall hängt hier ein Netz. Haben wir noch genug Netz? Hier ist Raw Science nochmal. Aber sonst ist hier auch nichts mehr. Da ist noch eine Spinne, Alter. Die sind hier im Spinnenheim. Das ist ja ganz ekelhaft. War jemand schon in der Dose drin? Ja, das ist... Okay. Das ist leider nichts. Oh, eine Wanze, komm her. Ich brauche was zu trinken oder Flotto. Jo. Sonst regeneriert sich meine Gesundheit nicht. Okay, die regeneriert sich ja eh nicht, oder? Natürlich, wenn du gegessen und getrunken hast, dann steigt deine Gesundheit. Ja. Echt? Ja, gehen wir jetzt zur Basis. Also nicht zu unserer Basis, sondern zu der wir wollen. Also die wir zu unserer Basis machen wollen. Also das wollten wir hier machen, oder? Ja, aber ein Stückchen weiter rüber, da ist das Trinkpäckchen. Wenn ich ein Trinkpäckchen wäre, ne? Dann wäre ich da hinten. Da hinten? Ich sehe ich nicht, ich sehe keine Richtung. Doch, hier einfach rüber. Ich meine, das war hier. Oh, ich gleite. Hast du dir so ein Federding geholt? Ja, aber ich habe nicht, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, sehr gut. Erstmal haben. Oh, ist irgendwie doch alles weiter, als ich dachte. Das habe ich mir anders vorgestellt hier. Am anderen Ende, ne? Ja, so ziemlich. Na, ich bin da. Da würde ich tatsächlich lieber am Wasser bleiben. Ja, da wo die Spinne war, ne? Also ja, wir sind immer noch am Wasser. Da ist es nicht so, da ist es nicht so bewachsen. Und hier auch den Stein getroffen. Ja. Weil wie du weißt, bin ich tatsächlich eher auf freiem Gelände. Ja, tatsächlich. Eigentlich. Aber hier ist auch noch der Rosengarten, ne? Den wollen wir auch noch einmal angucken. Oh ja, stimmt. Aber ich kann hier erstmal trinken. Oh ja, brauche ich auch dringend. Und ich habe auch mittlerweile echt viele Läuse. Nie. Na. Also im Inventar. 1, 2. Wo treffen wir uns denn jetzt?
Also zwei davon spoilen gleich. Aber das brauchen wir eh, das passt ganz gut. Wir sind jetzt erstmal beim Trinkpäckchen hier hinten. Ja, sag mal, haben wir Pilzsporen oder sowas? Nee. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Rosengarten, oder? Wie sieht euer Inventar aus? Könnt ihr noch was mitnehmen? Ich bin gerammelt voll, aber sowas von. Ich tatsächlich auch. Ich bin auch mega voll. Also gehen wir erstmal in die, erstmal die Base. Oh, hungrig, durstig, mi, komm. Ach, komm schon. Ach, das was zu trinken. Ja. Ich hätte hier noch eine Wanze, falls jemand noch Platz hat. Kann ich hier noch irgendwas wegschmeißen? Nee, ich hab nur... Oh, ich kann die stacken. Und dann kann ich die Wanze... Die eine konnte ich jetzt noch nehmen. Mal ein paar Speere loswerden. Gibt es hier mehrere Ebenen? Wie meinst du? Oder ist da vorne die Mauer Schluss? Ich glaube, da ist Schluss. Kann jemand noch eine Wanze mitnehmen? Also eine Laus? Nee, ich bin wirklich komplett... Ich kann noch eine. Wirklich voll. Hier wäre noch eine, Michi. Ne, weil die brauchen wir. Wir brauchen die auf jeden Fall nachher für die Pilzfarm. Die müssen wir nämlich verrotten lassen. Damit wir Essen endlich mal vernünftig haben. Und Getränke dürft ihr auch bald gehen. So. Also gehen wir zum Blumentopf und bauen dann da nachher die Basis, ja? Also doch wieder nach dahin. Ja, da wo du meintest, weil es da offener ist. Da wolltest du doch ganz gerne hin. Oh, hier liegen auch wieder Blütenblätter. Nee, also hier geht das doch jetzt auch, weil hier sind ja auch große Steine. Hier sind auch. Hier jetzt gesagt, wir bauen mal so quer rüber aufs Wasser. Quer rüber auf Wasser? Auf Wasser. Ja, klar. Achso, dass wir eine Wasserbasis bauen oder was? Ja. Das ist. Da hast du zumindest keine Probleme mit unebenem Untergrund. Jetzt haben wir ja sowieso nicht mehr. Ja. Oh, hier sind Pollen. Polen. Boah, und wenn wir hier bauen, hätten wir unendlich, also hier ist halt so ein Diesel, ne? Unendlich Pfeile bauen. Wir hätten das ja direkt vor der Tür. Das ist schon der Vorteil. Hier sind nochmal ganz viele. Jetzt wäre noch eine Laus, die lege ich jetzt nicht. Pollen. Warum kann ich so schwer aufheben? Was ist hier los? Weiß ich nicht. Okay, dann fange ich jetzt mal. Ich guck mal gerade hier. Boden. Was denn? Ich wollte gerade durch so einen Durchgang gehen und plötzlich ploppt so ein Spinnennetz vor mir auf. Okay. Es ist einfach plötzlich aufgetaucht. Wer hat denn hier eine Fackel fallen lassen? Ich nicht. Hab ich mal im Inventar. War so gut wie leer. Also. Ich wollte nochmal einmal trockenes Gras. Wow. Der Nachteil ist natürlich, wenn wir hier basteln, ne? Haben wir keine Forschungsstation in der Nähe. Doch, wir haben doch da drüben im Berg ist doch gleich eine. Ja, muss so, aber jetzt hier beim Getränkebäckchen bauen. Muss aber auch eine Weile laufen dafür. Das ist richtig. Das mit der Forschungsstation ist ein sehr derbes Argument. Oh fuck! Wo kommt die denn her? Oh mein Gott, Leute! Was denn? Spinne! Ja, ich bin halb tot, aber ich zieh die Aggro. Ja, ich bin gleich da. Ich komme hier gar nicht hinterher. So, ich hab die Agro, Michi. Oh, erstmal wieder Gesundheit. Ich krieg eh keine. Ich hab aber keine. Ach doch, ich hab Essen. Bin auch ein Idiot. Warum esse ich denn nicht? Du ein Trottel bist. Kommt die Mist so plötzlich her, Alter? Da hinten ist ein Mist. Ja, hast du hier im Bett hingestellt? Nee. Sie backt gerade hinter dem Blatt, aber... Ah, erwischt. Ich
mir schön auf den Kopf gehauen. Tot ist er. Tot. Sehr, sehr tot. Ja, so wie Max. So wie Max? Ja. Ja, ich bin auch sehr, sehr tot, ja. So, sind hier diese Forschungsstationen nicht irgendwie markiert? Ja. Ja. Also die nächste... Das ist Labor. Nee. Ja, doch, auch. Aber die hinten wäre nochmal eine Forschungsstation. Ich kann einmal... Soll ich den Weg weisen? Was möchtest du denn erforschen? Erforschen möchte ich gerade gar nichts, aber... Die Blütenblätter müssen erforscht werden und ja. Die Marienkäferbrückchen. Ja, wisst ihr was? Die Folge nähert sich eh ihrem Ende. Wir überlegen uns das mal offline. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, ja. Würde ich sagen, und bringen den ganzen Scheiß weg. Und wir müssen... Ja, wir müssen eh so viele... Dings hier. Rüsselkäfer. Sehr schön. So viel Material darüber schaffen dann. Obwohl, hier ist schon wieder Gras. Das ist gar nicht so viel. Ja, wir haben jetzt, sind jetzt bei 55 Minuten tatsächlich. Ob ich es glaube oder nicht. Auch nicht schlecht. Das ging flott, oder? Aber wir haben eine Basis freigeschalten. Wir haben... Also noch mehr Basisbau. Genau, und wir können jetzt wirklich Basis bauen. Und ich bin jetzt ein bisschen kurz verliebt in meine in diese Keule, ne? Also die Keule ist geil. Die ist der Shit. Ne, da müssen wir gucken, dass wir keine auch noch eine rankriegen. Ja, definitiv. Allerdings habe ich mittlerweile so viel Equip bei mir im Dings hier. Im ja, Inventar. Ich muss erstmal ab. Auslernen. Davon muss eine ganze Menge weg. Definitiv. Nee, also auch so, ich glaube, den Bogen hau ich weg. Ne, ich werde mich dann auf Tech. Ja, hab ich tatsächlich auch überlegt, weil der ist irgendwie. Erstens ist er buggy bei mir, weil. Habt ihr gesehen, was vorhin los war? Ja. Ich kann mich da. Da echt nur auf diesen Punkt orientieren, aber diese schräge Pfeil, der irritiert so unfassbar. Ja, okay. Darum geht es mir tatsächlich weniger. Also ich glaube, ich werde einfach voll auf Tank spielen, ne, werde die schwere Rüstung und so anlegen. Ja. Und überlasse jemand anderen den Bogen, weil dann habe ich auch nicht die ganzen Pfeile im Inventar. Das spart schon eine Menge Platz. So, und gucken wir mal, was da mache ich einen auf Rogue. Jo. So. Mitgefallen. Marienkäfer. Insektenaxt. Das wäre die nächste bessere Einhändige, glaube ich. Nee. Yeah. Das so. Ist hier für T2. Genau. Und der Brustpanzer. Jo. Mal gucken, was der kann. Kann ich den schon machen? Marienkäfer Brustpanzer. Hat der noch mehr eine als... Lockfalle können wir mit den Blütenblättern bauen. Das klingt interessant. Ja. Ja. Ein Lockpfeil. Ein Pfeil, der Insekten anlockt. Okay. Dann kann man bestimmt andere Insekten aufeinander hetzen, wie Spinnen und, weiß ich, Marienkäfer oder so wahrscheinlich. Möglich. Könnte sein. Wo kriegt man denn Bärenleder her? Ach, wie geil! Wir brauchen Madenschleim. Okay. Es gibt eine Smoothie-Küche. Häckselt und mischt Dinge zu trinkbaren Substanzen, die Gesundheit oder allerlei Nebenwirkungen bringen. Das ist Pilzbeet. Wir können ein Pilzbeet bauen. Ja, ja, das meinte ich ja. Deswegen habe ich ja den ganzen. Das ist ja geil. Aber haben wir denn überhaupt irgendwelche Pilznamen oder was? Brauchst du? Weiß ich nicht. Alles da für ein Pilzbeet. Ja. Also außer, auch nur Spoiled Meat. Genau, und da habe ich gleich zwei. Ja, super. Ausrüsten. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen... Oh, hier hat sich ordentlich Wasser gesammelt, guck mal. Oh ja. Es gibt einen dreieckigen Boden, was kann der? Dreieckig sein. Ah, eine Ecke. Klar, nee. Das war so cool. So wie ich das brauche, ne? So, ich brauche jetzt ein bisschen Klee. Ich glaube, wir haben noch genug in der Basis. Ey. Wir haben noch fast alles da. Wollt ihr jetzt hier eigentlich was bauen? Oder ich will jetzt einfach nur mal gucken hier auf dem Boden. Ich baue mir jetzt gerade erstmal Rüstung. Ja. Oh, das können wir mitnehmen und bei uns lagern. Na. So, was brauche ich denn noch dafür?
Werkbank. Die will ich haben. Haben wir noch Milben? Ja, Moment. Ja, 5. Ja, genau so viel brauche ich. Das ist ja also gut. Hier liegt in dem, direkt neben dem Zelt. Ja, aber ich lag hier gerade noch so eine Fass. Auch nicht. Ich habe gerade noch eine Fliege. Ich hab noch ja, die ist gerade von mir weg und hat sich jetzt versteckt. Nee, hier hätte eigentlich auch noch was auf dem Boden liegen. Ja, ist egal. So. Oh ja, das okay. Wasser ist nicht ohne. Ja. Nur eine Weile unterwegs war, ne? So, ja, wo hast du es jetzt reingepackt? Links vom Zelt. Links vom Zelt. Ah, da. Ja. Super gut. So, dann. Achso, noch mehr geflochtene Fasern. Okay, der Boden snappt auf jeden Fall an die Wände, das ist schon mal gut. Ja. Da kann man sich doch eine erhöhte Base bauen. Jo. Ja. Sehr, sehr gut. Ach, schön. Sogar mit Treppe runter zum Dings, nachher zum Zelt. Super gut. Sofern gewünscht und sofern gebumstingst. Benötigt Hackwerkzeug. Okay. So, was brauchen wir hier noch? Hackwerkzeug. Kleeblatt und Faser. Ich stehe so ein bisschen auf Hackwerkzeug. Hackwerkzeug? Mhm. So ein Methammer und so ein. Ein Methammer. Ein Methaxt. Hackwerkzeug. Komm, das ist, der ist geil, oder? Der war schon nicht schlecht. Ja, fast ein bisschen sehr stumm. Aber nur fast. Mhm. Oh. Doch glatt meine Axt kaputt gegangen. Das ist ja äußerst ärgerlich. Kann ich eigentlich meine Rüstung, meine Ameisenrüstung reparieren, was das hier macht? Ja, da brauchst du so einen Rüstungsreparatur-Dingsbums. Oh nein. Tatsächlich. Und du, also du brauchst... ja, liegt eins sogar hier drin. Direkt links von dir. So. In der Box in der Mitte. Da müsste einmal hier Rüstungskleber sein. Axt. Drei Sprösslinge, Pflanzenfasern. Ach, alles Kiesel. Klar. Hier ist noch ein Kiesel, da brauche ich noch drei Sprösslinge. Muss mir erstmal eine neue Axt bauen. Das ist ganz schön belastend. Brauche ich einen Stein. So, Kieselaxt. Bau die mal. Hä? Achso, flochene Faser brauche ich noch. Pflanzenfaser. Pflanzenfaser. So. Habe ich die auch wieder? Kann ich die alte erstmal droppen? In der neuen Basis müssen wir auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher bauen. Ja, mit dem Inventar, da müssen wir ein bisschen gucken. Tatsächlich. Das ist ganz schön ätzend. Aber das war ja auch erstmal nur, wir wollten Schutz haben vor den Ameisen. Ja, die Ameisen ist das geringste Problem. Und wir haben Boden. Ja, Boden freue ich mich besonders drauf, tatsächlich. Mal gucken, wie die Treppe aussieht. Vor allem, wir können doch den ganzen Kram recyceln, oder noch, den wir da haben. Ja. Au, ja, stimmt. Das wird vergessen. So. So, jetzt brauche ich noch einmal Pflanzenfaser. Unkrautstängel brauchen wir. Das sind diese Tier 2 Stängel, glaube ich. Nein, das sind die großen. Ach ja, das sind Löwenzahn-Dinger. Genau. So, dann sind wir schon mal fertig. Fehlt noch einmal. Boah. Gras. Also, ihr baut jetzt auch nur sinnlos hier hin, oder? Nein. Wieso? Das ist voll sinnvoll. Wolltet ihr hier leben bleiben? Ach, scheiße. Nee, aber einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie sich das miteinander verhält und. Ja, und. Umso besser sind wir beim nächsten Mal. Das stimmt allerdings. Ich mach derweil was anderes. Oh nö, ich. Und? Alter, echt jetzt? Was denn? Hier, nimm mal sich mal einer das Gras. Ich häng hier in der. Ja, warte. Nein, ich häng hier. Wo bist du denn? Ah, jetzt. So, pass mal ich auf. Ich hab im Wasserfänger, im Taufänger gehangen. Ey, Leute. Ja. Ich bin Groot. Ja, ich bin Groot.
Genau so, dass du dich selber nicht sehen kannst. Genau so sehe ich auch aus. Ja doch, ich brauche nur Tab drücken, dann sehe ich mich ja. Cool. Aber ich bin fucking Groot. Ich bin jetzt fett gepanzert. Oh, ich habe einen Set-Bonus. Unknackbar. Was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Ich müsste jetzt und ich habe meinen A. Ah, deswegen haben wir den Set-Bonus Ameisenmensch. Okay, erklärt. Ah, das. Ja. Macht Sinn, ne? Aber cool. Du hast wahrscheinlich die ganzen Milbenpelz dafür ausgebracht. Was habe ich dafür? Was? Die ganzen Milbenpelz. Brauchte ich nur die 5, die ich einmal bekommen hatte. Und die brauchte ich auch nur für den Helm. Haben wir denn Maden gefunden? Maden? Was für Maden? Ja, aber wir bräuchten Madenhaut für die Trinkflasche. Ah, ja, wir hatten eine Maden. Die findest du unter Herstellen bei Snacks. Okay. Ist das schlecht? Snacks. Ja. Ja, stimmt. Nee, wir können einen Eichelzaun bauen. Sowas hatten wir tatsächlich noch gar nicht, nehmen. Hm. Aber die sieht auch echt eklig aus. Vor allem sieht noch aus wie Made, ne? Mhm. Finde ich gut. Und ein Holzrahmen. So, Insektenaxt. Da brauchen wir einen Marienkäferkopf, einen Bombardierkäferbrocken und Spinnenseide. Spinnenseide haben wir noch nicht einmal gehabt. Nie. Was? Ah, nee, dafür müssen wir einen. Oh Gott, wo war's denn? Ich kann einen Logfile bauen. Will ich einen Logfile bauen? Nee, will ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal Spoiled Meat jetzt. Das ist gut. Also, wollt ihr jetzt doch hier bleiben? Oder wie? Nee. Kai wollte nur ausprobieren. Der Gutste. Und unsere. Alter, hier ist alles so voll, ey. Ah, ja, genau, das Pilzbeet. Dafür brauchen wir Spoiled Meat. Genau. Yeah. So. Ich gestalte jetzt hier erstmal um. Hier kommt der ganze Ameisenkram. Wollen wir jetzt eine Lokfalle haben oder nicht? Eine Lokfalle? Hier wollen wir erstmal gar nichts mehr haben. Also nichts, was wertvolle Ressourcen verschwendet, möchte ich sagen. Gut, dann machen wir hier gar nichts. Du brauchst doch da jetzt auch nicht ordnen, oder was? Wir nehmen sowieso alles mit. Ja, das sicherlich. Ah, hier ist es. Ein Spinnrad müssen wir bauen. Dafür brauchen wir Ton. Ein Spinnrad? Das findest du unter Nützliches. Klingt nützlich auf jeden Fall, ja. Ja. Bin ich bei. Wie, hä? Sind das... Alter, wo haben wir denn die ganzen? Ach, das sind unterschiedliche. Da, ja. Das ist Nektar und das ist Läusehonigtau. Ja, habe ich doch vorhin gesagt, ich habe Nektar gefunden. Kann ich so schwer auch hier. Ja, oh, aber diesen Teil. Ja, Nektar habe ich auch ganz viel, aber ich habe auch Läusehonigtau. Hast du schon erforscht? Ganz normale Hang. Das ist der ganz normale Honig. Die man am Anfang gefunden hat. Nee. Doch. Ja. Doch. Nektar haben wir jetzt gerade erst bei den Blumen gefunden. Echt? Ja. Ja, der Läusehonig taust viel besser. Der ist essbar, trinkbar und heilt. Egal. Wir sind nämlich schon drüber. Oh ja, das sieht nett aus. Das wäre das Spinnrad gewesen. Aber nicht mehr hier. Nein. Wir bauen drüben. Ja. Ne? Wir machen da schöne Sachen. Und dann tragen wir nach und nach alles rüber, aber das brauchen wir nicht im Video. Leute, es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich habe den beiden jetzt richtig schön in die Ohren geklatscht mit meiner Hand. Michi hat schon wieder einen Hörsturz, das ist super. Nein, jetzt kommt die übliche Leier. Kommentare, Likes, Abos, was man so alles bei YouTube machen kann. Ne, ansonsten unten in der Beschreibung steht auch der Discord drin, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Da gibt's zu Satisfactory bestimmt bald mal wieder eine Live-Aufnahme. Und vielleicht können wir das auch mit dem Spiel hier mal machen. Ich weiß auch nicht. Wir wissen auch nicht wie, aber irgendwie geht's bestimmt. Und ansonsten danke ich meinen beiden Lieblingen da drüben. So muss ich die Hände halten. So. Ne, dem Schabernack und dem No-Budget-Nerd, dass sie wieder dabei waren. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Wir haben wieder schön viele Insekten getötet. Mehr als je zuvor. Und das war echt. Ja, damit verabscheue ich mich jetzt einfach mal ganz höflich und übergebe das Wort an die anderen beiden, falls sie noch was sagen wollen. Bye, bye. Reingehauen.